Der Waggis. Berüchtigter Basler Fasnachtsraufbold hat als Killerclown angeheuert. Beim grinsenden Psychopathen Joker, Batmans ärgsten Feind. Es war ein Gag. Ich fand, ich tue mich jetzt hier selber verewigen. Also das ist ja wirklich meine Larve, die ich sonst selber gemalt habe. Und dann habe ich gefunden, ja, jetzt tue ich die noch rein. Und das hat wahrscheinlich noch niemand gemacht. Das ist die einzige Chance, die ich habe. Der Basler Comicshop ist Enrico Marinis zweites Zuhause. Hier hat er als Kind Feuer gefangen für Comics-Geschichten. Vom großen US-Verlag DC Comics für eine Batman-Story angefragt, zögerte er keine Minute. Ich habe jetzt gefunden, ich will jetzt nicht nochmal eine Batman-Geschichte, wo er die Welt rettet oder Gotham rettet. Ich mache lieber etwas Kleines, Intimes. Ich habe einem Batman sozusagen eine Tochter angedichtet. Und die wird vom Joker entführt. Jetzt weiß man nicht, ist es seine Tochter, ist es nicht. Aber auf jeden Fall fühlt es sich persönlich verpflichtet natürlich, die wieder zu befreien. Batman ist jetzt also in eigener Familiensache unterwegs. Der Batman hat mich eigentlich schon in meiner Jugend begleitet. Also das ist jetzt eine Figur, die ich als Comicfigur gelesen habe, als ich etwa so 4, 5, 6 war. Der Batman hat mir natürlich gefallen durch seine mysteriöse Erscheinung, das Dunkle. Und dass er halt eigentlich ein Guter ist, aber halt sich sehr gefürchtig anzieht und den Kriminellen auf Pelle hockt. Aus dem Handgelenk verleiht Marini seinen Figuren die explosive Dynamik. Doch für ihn als Zeichner ist letztlich der Bösewicht, der Joker, verlockender. Er wird automatisch die interessantere Figur, weil er ist erstmal sehr farbig. Das ist ein Typ, der braucht eine Bühne. Er kommt in den Raum und spielt eine Rolle. Das ist so das Gegenteil von Batman, der eigentlich eher introvertiert und reserviert ist und mehr im Schatten. Er ist wortkarg, so ein bisschen eine Art Clint Eastwood von Gotham. Marinis Bilder vermitteln die düstere Grundstimmung des urbanen Molochs Gotham höchst eindringlich. Ich arbeite, das nennt man Couleur directe auf Französisch. Also einfach mit, das ist so alles Handarbeit, alles auf einem Original, also Bleistift, Tuschzeichen und dann Kolorierung, alles auf einem Original. Das ist sehr selten, dass ein Comic so gemacht ist. Schon nur Marinis kunstvolle Technik hebt seinen Batman weit über andere hinaus. Übrigens, der Waggis überlebt das Abenteuer nicht. Doch im Fortsetzungsband wird Enrico Marini neue Überraschungen bieten. Knalleffekte garantiert.